Ja, da sind wir wieder. Wie war das Joggen gestern? 30 bis 45 Minuten. Hat das Spaß gemacht, mal eine Minute zu gehen und dann eine Minute zu laufen? Und ich hoffe, die Leute im Level 3 sind 30 Minuten oder 45 Minuten durchgelaufen. Wir haben gestern Ausdauer gemacht und heute machen wir Kraftausdauer. Ich habe mir oder wir haben uns vier Übungen ausgedacht. Da ist der Hampelmann, also Jumping Jacks, Sit-Ups, Liegestütz und Kniebeuge. Wir machen zwischen 2 bis 4 Sätze pro Übung, im Level 1 30 Sekunden, im Level 2 60 Sekunden und die Profis unter euch im Level 3 90 Sekunden. Wenn ihr alle Übungen durch habt, sind 2 Minuten Pause und versucht dann diese vier Übungen 3 bis 4 Mal oder 2 bis 6 Mal hintereinander durchzuführen. Ich fange mal an, ich erkläre mal die erste Übung, worauf ihr achten müsst. Wir fangen an mit dem Jumping Jack, also Hampelmann. Ihr habt euch ein bisschen warm gemacht und ihr fangt jetzt an. Ihr seht, die Beine sind zusammen und das Ganze jetzt entweder 30, 60 oder 90 Sekunden. Danach, ich mache den von der Seite, keine Pause, Sit-Ups. Ihr nehmt die Hände auf die Brust, Brustbein geht hoch zur Decke und wenn ihr hochkommt, atmet ihr aus, versucht keinen Schwung zu holen, Fersen auf dem Boden, Fußspitze nach oben. Das Ganze geht diesmal nicht nach Anzahl, sondern nach Zeit, sodass ihr immer mit allen Männern, Mann und Frau, Frau, Kind, Kind, Frau, alles zusammenarbeiten könnt. Liegestütz, Push-ups, habe ich schon mal erklärt, Push-ups. Also einmal Variante 1 Push-up. Knie sind auf dem Boden. Variante 2 klassisch. Ellbogen gehen nach außen. Wer das will und das schafft, kann aber auch mit den Ellenbogen nach hinten gehen. Jawohl. Zack. Wir kommen nach oben. Ich habe zu meiner Zeit immer gesagt, Kniebeugen haben sie alle gesagt, aber wir nennen es jetzt mal Squats. Schulterbreit bleibt ihr stehen, schaut mal auf mein Gesäß nach hinten raus. Also schaut nicht nur auf mein Gesäß, ne? Schaut auf die Übung. Jawohl. Und ihr seht, in meiner Beinbeuge bin ich jetzt 90 Grad nach unten. Jawohl. Und ausatmen bei Belastung. Klasse. Also ich habe das klasse gemacht. Das waren die vier Übungen. Die macht ihr in den Zeitspannen, wie wir sie gesagt haben, also 2 bis 6 Mal und da ist ein Training vorbei. Morgen neues Training, morgen Oberkörper. Ich freue mich auf euch. Haltet durch, bleibt zu Hause. Wir vermissen euch. Das Team Atlantis und der Andi.